Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt so die letzten Tage nicht so viel gesehen oder Wochen oder Monate. Liegt einfach an genau diesem Gebäude. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Lass uns mal reingehen, da ist vielleicht nicht ganz so windig. Auto sieht aus. So, am Auto habe ich übrigens auch eine kleine Veränderung gemacht. Ich glaube, ich habe es vielleicht sogar auch mit in den Videotitel geschrieben. Da gibt es ein Upgrade. Und zwar war ich bei HG Motorsport wieder in Lüneburg. Da haben wir aber nur so ein paar Bilder vom Einbau gefilmt. Die zeige ich mal. Wie ihr gerade gesehen habt, wir haben den Ladeluftkühler vertauscht. Genau, vertauscht. Also da ist jetzt einer vom Twingo drin. Wir haben den Ladeluftkühler getauscht. War das letzte Teil tatsächlich, was ich von der Firma HG noch nicht verbaut hatte. Sonst wisst ihr ja alles, wenn ihr die anderen Videos kennt. Es ist schon alles was geht, ist immer von HG. Weil ich damit einfach sehr zufrieden bin. Und jetzt hat der Ladeluftkühler noch gefehlt. Und zwar ist das sogar der Ladeluftkühler V3. Besseren Durchfluss, besseres Netz und so weiter. Also die entwickeln ja ihre Produkte auch andauernd weiter. Soll jetzt keine Werbung sein oder so, deswegen steht hier auch nirgendwo Werbung. Aber ja, nur damit ihr da mal Bescheid wisst. Wie gesagt, in den letzten Tagen ist jetzt nicht so viel online gekommen, weil ich tatsächlich seit, Schatz, wie lange? Ende letzten Jahres, so zwischen Weihnachten und Neujahr, seitdem, ich höre mich bestimmt voll langweilig an gerade, aber ich habe so ein bisschen so ein Kloß im Hals. Seit Ende letzten Jahres, also wie gesagt, zwischen Weihnachten und Neujahr sind wir schon, warum wir, sage ich gleich noch was zu, sind wir schon hier dran am, naja, machen nicht, aber planen zumindestens. Machen zeige ich euch gleich. Oder wir gehen mal Stück für Stück durch. Dann gehen wir mal kurz wieder nach vorne. Zeige ich euch mal die Halle von draußen. Es ist hier wirklich, wirklich jede Menge noch zu tun. Wirklich viel. Ihr seht da zum Beispiel das Container. Der ist schon randvoll. Hier steht auch noch jede Menge nicht mehr benutzbares Zeug. Ich will jetzt nicht sagen Schrott. Das war mal eine Dental-Gipspräparate. Genau, also so eine Firma, die Gebisse und sowas herstellt oder gießt mit, ich weiß gar nicht, was für Material, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Schiebetour habt ihr gerade gesehen, richtig cool. Wir sind hier in der Kürtenwaldstraße 64C in Lehrte. Ist riesig, ne? Mikrofon überhaupt an? Ja. Perfekt. Eigentlich müsste ich ins Bett. Ich fühle mich heute echt nicht so gut. Aber ich wollte genau jetzt heute, wir haben gestern den Schlüssel, Schlüsselübergabe gehabt. Und heute wollte ich jetzt schnell das Video für euch abdrehen. Wir haben jetzt heute Sonntag und eventuell geht das Video morgen früh online oder Sonntag oder heute Abend noch. Das muss ich mal gucken, wie ich das gleich so zeitig schaffe. Ja, auf jeden Fall, das ist das Außengelände. Ist jetzt nicht so groß. Ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter schätzt du? 200 so, 250 vielleicht, 300? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ja, dann haben wir hier einen Waschplatz mit Ölabscheider und so einen ganzen Kram. Ja, wie ihr seht, hier steht auch noch alles voll. Das kommt natürlich alles weg. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich hier starte quasi, wird das hoffentlich alles noch weg sein. Aber man muss dazu sagen, das ist auch gar nicht böse gemeint, die
die Sachen, die jetzt hier noch rumstehen, das ist ein älteres Ehepaar. Ich weiß nicht, wie alt ich sie schätzen dürfte. Auf jeden Fall alt. So, könnten meine Großeltern sein. Auf jeden Fall. Und er Dialysepatient und so weiter und so fort. Das heißt, alles gemütlich. Ja, ist so. Ist ja alles zentral. Schlüssel auf jeden Fall. Ja, geht das von der Belichtung her überhaupt? Ja, wie ihr seht, das ist alles, warte mal, hier gibt's Licht. Bestimmt gibt's hier Licht. Ich mache mal erstmal Tür zu. Einmal kurz. Tut sich was? Nö. Tut sich was? Nein. Cool. Tut sich was? Da, ja, jetzt tut sich was. Ja. Aber bringt tut's nichts. Okay, gut. Ja, wie ihr seht, hier steht noch alles voll. Wir könnten Party feiern. Guck mal. Also, können wir ein bisschen Party machen hier. Nee, das ist alles von einem, das ist noch von dem Sohn. Von dem Ehepaar, was ich gerade gesagt habe, der hat eine richtig coole Bar in Hannover. So eine Dachterrasse, ja. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf. Ich lasse das einfach. Auf jeden Fall eine richtig coole Bar und der hat halt hier jetzt in den Wintermonaten so ein bisschen sein Zeug untergestellt. Das fliegt aber auch noch alles raus, alles. Hier wird komplett alles leer sein, wobei alles nicht. Das Video ist wahrscheinlich richtig langweilig für euch, aber ich auch wenn ich es gerade nicht so zeigen kann, ich bin überglücklich, euch heute das zeigen zu können. Dieses Regal, was hier steht, ich weiß nicht, ob das so bleibt oder ob das nach hinten in die Ecke gestellt wird, weil da bleibt noch bis zum 30.09. Bis zum 30.09. Ist hier noch ein kleiner Untermieter quasi. Nur als Abstellmöglichkeit, dem gehört das hier alles. Ja, der hat auch so ein paar Sachen untergestellt. Wir fangen mal mit dem Büro an. Ich habe ja immer noch nicht gesagt, was ich hier vorhabe. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, die wissen das schon so ein bisschen. Aber nicht so viele von euch folgen mir auf Instagram. Deswegen ja, machen wir das Video. Und dann sage ich auch was zu den Aufteilungen und sowas. Wir haben ja echt alles abgeschlossen. So, willkommen. Das hier das ist nur so ein Heizungsraum. Heizungsraum und... Und das hier... Das ist mein neues Büro. Das sind so ungefähr 50 Quadratmeter, vielleicht ein bisschen mehr. Wie gesagt, also das hier ist das Büro. Ich mache ja, viele von euch wissen das wahrscheinlich gar nicht, ich mache Social Media für andere Leute, also Instagram, TikTok-Videos, also Bilder erstellen, posten, Videos erstellen, posten. Bei Philipp wisst ihr jetzt zum Beispiel, da mache ich ja auch mit die Videos für seinen Kanal, noch für viele andere Leute. Und das Ganze soll hier drinne passieren, weil ich jetzt hier auch mal die Möglichkeit habe, weil ich bekomme in der letzten Zeit auch immer Bewerbungen rein von Fotograf, Videograf und so weiter. Und ja, hier kann ich jetzt halt mal jemanden einstellen, weil zu Hause soll halt alles so ein bisschen, ja, das ist halt mein privater Bereich, ne? Da kann ich halt niemanden einstellen. Ich habe das bis jetzt von zu Hause gemacht. Genau, so, das ist hier. Dann haben wir hier noch einen Serverraum. Hier gibt es auch Licht. Ja, hier muss ich auf jeden Fall... Oh, die lebt auch noch. Da muss ich auf jeden Fall dann mal alles in LED tauschen. Also hier muss wirklich, wirklich viel gemacht werden.
kann ich auch gleich nochmal sagen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und viele von euch haben wahrscheinlich auch schon abgeschaltet. Ich habe mir auch ehrlich gesagt keinen Plan gemacht, wie ich dieses Video heute gestalten möchte. Ich möchte es euch einfach nur zeigen, dass ihr wisst, wie das oder warum jetzt in der letzten Zeit zum Beispiel keine Videos gekommen sind. Viele Leute haben auch immer gefragt mit dem Bus. Der Bus geht weiter. Da bringe ich jetzt ich muss noch Sitze wegbringen zum Sattel. Die müssen noch gemacht werden, 3 Einzelsitze. Die hat Krischi für einen richtig schmalen Taler besorgen können. Die müssen aber, wie gesagt, halt frisch gesattelt werden. Eine Auspuffanlage bauen die jetzt noch gerade. Dann ist der hintere Sattel oder die hinteren Sättel von der Bremse, die sind noch zum Pulverer gegangen, weil die werden auch in RAL 2009, also verkehrsorange, gepulvert. Was noch? Dann haben wir, was muss noch gemacht werden? Innenraum, so ein bisschen Teppich wieder rein. Dann muss der Bus noch einmal wieder zu Frankie, Bus for Fun. Er hat auch noch ein paar Sachen zu tun. Da am Himmel zum Beispiel passiert was richtig Cooles. Das seht ihr dann aber alles. Nur ich habe halt aktuell nicht die Zeit und ich glaube Krischi auch nicht. Ich will ihm da nichts vorwegnehmen, aber ich weiß es nicht, ob er die Zeit auch gerade hat. Für mich kam es halt nur nicht in Frage, da jetzt andauernd nach Rostock runterzufahren, weil ich halt hier wirklich am Planen bin, am Machen bin und so weiter. Für das, was wir vorhaben. Jetzt sage ich wie, aber ich meine eigentlich mich, das, was ich vorhabe. Ich muss Material besorgen. Das aktuell in der Zeit ist das richtig schwer. Dann schreibst du Firmen an, machst die letzte Kostenvoranschläge geben und so weiter und so fort. Und die melden sich einfach nicht. Ja, egal. Das ist ein anderes Thema. So, das ist noch ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, was das hier ist. Das war halt mal so ein Serverraum, ne? Man sieht ja hier noch die ganzen Kabel. Ich habe gar keine Ahnung davon, ehrlich gesagt. Hier sind noch irgendwelche, ich weiß nicht, ob hier das Internet irgendwo dann ankommt und man das dann verteilt, weil wir haben wie hier diese Leiste, ist natürlich im Büro auch. Ja, dann haben wir hier noch einen kleinen Tresor schon für Equipment zum Beispiel und sowas. Na gut, mein Handy mit dem Code habe ich im Auto, egal. Aber ihr wisst, es ist halt ein Tresor, ne? Das Ding ist richtig massiv, darin kann ich wirklich dann halt Equipment und sowas lagern. Um Sicherheitssysteme will ich mich dann auch noch kümmern oder muss ich mich auch noch kümmern, weil, ja, ihr seht, wie, also das ist hier eine Wohngegend, das ist auch eine, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, ohne dass sich das doof anhört. Ich sag mal so, wie es ist, ist kein Assi-Viertel. So kann man das einfach ruhig sagen. Jeder weiß, was gemeint ist, glaube ich. Ne? Ist ja auch nicht böse gemeint, aber. Ja, das soll sich nicht blöd anhören. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also eigentlich, hier ist noch nie was passiert. Aber ja, so ihr wisst selber, so Kamera-Equipment und sowas, das ist nicht wirklich günstig. Und deswegen kann man dann da, oder habe ich da einfach die Möglichkeit, darauf wollte ich hinaus, da dann einfach ein paar Sachen zu lagern. Dann ist hier schon mal eine Foto. Nee, das mache ich gleich. Ach so, okay. Das werden wir dann gleich wieder rübergehen. Ich wollte nur erstmal hier das besprechen. Ich sage, also dieses Video ist komplett unstrukturiert. Ich bin nur am Labern. Viele von euch haben wahrscheinlich auch schon abgeschaltet. Tut mir echt leid, wie gesagt, ich habe mir keinen Plan gemacht. Ja, das hier ist eine Hohlkehle, nennt man das. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Merkt euch das. Guck mal, das hier ist eine Hohlkehle. Eine Hohlkehle hat man deswegen, die kann man entweder in Grau, in Schwarz, in Weiß, in Grün zum Beispiel machen, die hat den Vorteil, wenn du eine Ecke hast, kann man das so? Mhm. Ich könnte auch so machen, wahrscheinlich ist es einfacher von meiner Handhaltung. Wenn ich eine Ecke habe und ich beleuchte die jetzt von hier oben, dann sieht man die Ecke. Bei der Hohlkehle sieht man die Ecke nicht, weil das Licht kann sich hier drinnen nicht brechen, sozusagen, und dann gibt es halt auch keine Streuung. Das ist wahrscheinlich voll kompliziert erklärt. Auf jeden Fall, wenn ihr so Bilder für Foto, für Online-Shops zum Beispiel, was wir ja auch machen, sage ich schon wieder wir. Wenn man so Bilder für einen Online-Shop, für so Produktbilder und alles Mögliche, ne? Also so Kleinkram, den kann man dann zum Beispiel hier machen. Ja, auf jeden Fall ist das eine Hohlkehle. Und wie gesagt, da kommen wir gleich zu. So, jetzt, ich weiß nicht. Ich schätze mal so 70er Jahre. Ja, vielleicht 80er Jahre. Hier ist, oh, Vorsicht, Stufe. Ja, willkommen im Badezimmer. Ja, da muss ich,
Man wird dich nicht hören, weil ich hier das Mikrofon habe. Ne? Sie meinte gerade für mich eine Toilette. Aber ganz schön klein, das Ding. Guck mal. Der wird zwar trotzdem im Wasser hängen, wollte ich nochmal dazu sagen. ja. Die habe ich auch, sehe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. Ist das eine, das ist eine Stromheizung. Na egal. Kann man auch kurz im Kalten ein bisschen Pipi machen. Energiekosten sparen und so. Ja, also wie gesagt, also das ist halt so, ist schon ein paar Jahre älter. Das hier, der Bereich und die Halle, wo ich gesagt habe, da ist aktuell noch der Mieter drin. Das ist auch der Altbau quasi. Das hat sein Vater mal gebaut. Und dann in der Halle, wo wir reingekommen sind, das ist alles Neubau. Ja. Gut. Ja, hier, der Schrank bleibt drin. Der, sowas heutzutage ist richtig teuer. Wenn du dir so einen Schrank hier hinstellst in einer vernünftigen Qualität. Deswegen, der bleibt drin. Hier muss natürlich alles noch gestrichen werden. Ne? Und ich würde euch ganz gerne mitnehmen, wie das hier alles so Gestalt annimmt. In Vlogform, wie auch immer, weil Nelly wird ja auch nicht immer dabei sein können. Wobei nächste Woche, also am 11. Mhm. Am 11. Da fangen wir hier an, zum Beispiel schon mal das Büro zu machen. Zu streichen. Vielleicht sogar schon einzuräumen. Das weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, wie schnell das mit dem Internet geht. Mhm. Weil wenn meine Sachen hier sind, kann ich halt zu Hause nicht mehr arbeiten. Ich muss aber arbeiten, um Geld zu verdienen. Deswegen, ja. Ich will euch auf jeden Fall mitnehmen. Ob ihr das wollt oder nicht. ihr könnt ja dann entscheiden, ob ihr das guckt. Wird auf jeden Fall wieder Auto-Content geben. Richtig coolen Auto-Content. Da kommen wir jetzt zu. Weil... Für das, was ich aktuell mache, reicht das. Da brauche ich nicht mehr. Aber ich habe was vor. Und zwar benutze ich auch nicht diesen ganzen Hallenabteil. Also nicht diese ganzen Halle. Ich zeige euch erstmal, was da drüben passiert. Und dann zeige ich euch, was hier passiert. Also das was ihr hier seht, bis hierhin, das sind über 200 Quadratmeter. Das werde ich nutzen. Genau, das werde ich nutzen. Und hier in der Halle, und darüber freue ich mich wirklich, wirklich riesig, wird die Firma Red Fever einziehen. Habt ihr wahrscheinlich schon ein paar Videos gesehen. Der hat auch das erste Design zum Beispiel von meinem Golf entwickelt. Wenn ich ein Bild finde, blende ich es mal ein. Ja, der wird hier herkommen. Wir sind dann Hallennachbarn quasi. Finde ich mega gut, weil erstens bin ich nicht alleine, er ist nicht alleine und wir hocken eigentlich gefühlt sowieso jeden Tag aufeinander. Deswegen ist das schon cool. So, der kann sich dann hier komplett ausbreiten, kann hier ein paar, habe ich schon gesagt, was er macht? Ja, eine Folie. Autofolieren. Autofolieren, Autofolieren, Steinschlagschutzfolie, Werbung, Werbebeschriftung und so weiter und so fort. Also alles, was mit Folie und sowas, T-Shirt hier. Markenklamotten, genau. Firmenkleidung, sowas zum Beispiel. Bedrucken macht er alles. Und wenn hier dann halt so Plätze hinkommen, wo dann die Autos foliert werden können, Lagerraum und so weiter. Also für ihn völlig ausreichend, dieser Platz. So, und jetzt kommen wir zu dem, was ich vorhabe. Die Idee, was ich hier vorhabe, Tauschen? Ja. Die Idee, was ich hier vorhabe, die ist natürlich nicht in meinem Kopf entstanden. Sowas gibt es schon ganz, ganz lange und sowas gibt es auch. Ja, sowas gibt es einfach schon. Aber sowas gibt es hier nicht in der Nähe und nicht, also, und wenn nicht in der Qualität, wie ich es mir als Kunde vielleicht wünschen würde. Ah, das hört sich auch wieder gemein an, das darf man auch nicht sagen. Egal. Ich möchte hier in dieser Ecke, das ist zumindest der aktuelle Plan, ich muss mir da heute Abend und morgen und übermorgen noch mal ein paar mehr Gedanken machen, weil als ich das letzte Mal hier drin war, da war das noch alles richtig zugestellt. Und auch wenn ich die Maße habe, hat es kleiner gewirkt, ne? Würde ich sagen. Hat es viel, viel kleiner gewirkt. Von hier bis zu der Ecke und dieser komplette Bereich hier wird eine Hohlkehle. Das sind über 100 Quadratmeter, nur Hohlkehle. Ich blende mal ein Bild ein.
Das kommt hier in die Ecke gebaut. Das sind, ich weiß gar nicht, 11 oder 12 Meter in die Richtung. Nach oben hin haben wir, also so bis 3,50 Meter baue ich das. Das Schwierigste an der Sache ist, also erstens, du kannst aktuell mit dem Holz, ist ja wirklich ein Problem. Ich kenne Firmen, die haben ihre Firma geschlossen, weil sie gar kein Material mehr bekommen haben in den Mengen, die sie es brauchten und so weiter. Das wird noch schwierig. Also ich habe jetzt einen Großhändler gefunden, der genau das an Holz hat, was ich brauche. Ich hatte dann, habe ich vorhin im Büro schon mal erzählt, eine Firma angeschrieben, die mir die Hohlkehle bauen sollte, beziehungsweise Kostenvoranschlag, wenn die Holz liefert. Und einmal Kostenvoranschlag, wenn die ein paar Jungs, wenn die ein paar Jungs herschicken, die das aufbauen. Ist leider nicht passiert. Jetzt bin ich so ein bisschen auf mich allein gestellt, wo ich so ein bisschen Angst vor habe, weil handwerklich ist Nelly der Mann im Haus. Ich habe gar keine Ahnung. Das ist einfach nicht so meins. Wisst ihr wahrscheinlich. Dann wird das Ganze mit einer Decken, mit einem Deckenlicht gemacht. Da weiß ich noch nicht die Größe. Ich hatte jetzt gestern nochmal Christian von der Firma Polybauer hier. Die machen ja zumindest offensichtlich, machen die, die bauen Track-Tools, die bauen, verbauen Fahrwerke, generell einfach so Werkstattbetrieb, Reifenhändler und so weiter und so fort. Ne? Also, aber eigentlich so, also Motorsport schon. Ja, Firma Polybau. Die haben früher für die Hondas und sowas haben die aus GFK Bodykits und sowas gebaut. Und diese Deckenlampe, in der Größe, die ich die ungefähr brauche, gibt es die nicht so oft zu kaufen. Und was passiert, wenn etwas nicht so oft zu kaufen gibt? Der Preis steigt. Haltet euch bitte fest. 300.000 Euro soll dieses Licht kosten, wenn ich das von einem Hersteller kaufe, wie ich es haben wollen würde. Das Geld habe ich nicht, logischerweise. Das Geld würde ich, selbst wenn ich es hätte, auch nicht ausgeben. Also bauen wir das aus GFK. Also aus GFK-Platten bauen wir dann so ein Licht, dass wir einfach so ein Dauerlicht haben. Und ihr habt in dem Bild gerade gesehen, ich laber wieder wahrscheinlich um heißen Brei, egal. Ihr habt in dem Bild gerade gesehen, ich blende es nochmal ein, steht ein Auto in der Mitte. Ihr könnt mit eurem Auto hierher kommen. Wir können richtig geile Bilder machen. Ich packe unten in der Videobeschreibung der erste Link. Da geht es zu der Internetseite. Rema-studio.de. Da könnt ihr euch in einen Newsletter eintragen. Könnt auch, wenn ihr genervt werdet von mir, euch einfach dann wieder austragen, wenn ihr keinen Bock dazu habt. Auf jeden Fall will ich euch über dieses System quasi auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, einfach eintragen, wenn ihr keinen Bock mehr habt, wieder austragen. Da kriegt ihr, es wird ein Eröffnungsangebot geben. Dann, wie weit wir sind mit dem Umbau und so weiter und so fort, das werde ich euch da auch alles bekannt geben. Ich habe eine Internetseite, ich habe eine Instagram-Seite gemacht, ich habe eine Facebook-Seite gemacht. Bei der Instagram-Seite sind sogar schon, weiß nicht, knapp 500 Leute oder so. Das ist schon, da ich habe nicht ein einziges Bild gepostet, ich habe eine Story gepostet. Das finde ich schon cool. Ist auf jeden Fall alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt hier, oder wir können hier Bilder machen. Es wird ein Buchungssystem geben auf der Internetseite, wo ihr einfach Termine bucht. Dann könnt ihr die Bilder auf Leinwand, Acryl, Metallplatten, alles Mögliche, beleuchtet und so weiter, könnt ihr alles kaufen. Sowas wird es geben. Noch was? Nö, so. Ne? Weil, also ich bin eigentlich auf der Suche nach einem Büro gewesen. Aber ja, ihr wisst das selber, du findest nichts. Dann habe ich zeitgleich geguckt nach einer Halle, wo ich mein Auto schrauben kann. Weil ich bin, angefangen hat das nämlich, ich musste letztes Jahr, Ende letzten Jahres, musste ich mit meinem Auto, ihr habt das Hallenvideo gesehen, ich kann das nochmal verlinken, da musste ich raus, weil der Vermieter da, ja, sich noch nicht so ganz sicher war, was er da machen wollte. Erst wollte er das alles abreißen, habe ich gedacht, okay, dann gehe ich raus. Jetzt hat er das wieder vermietet, aber die komplette Halle war mir zu groß. Ja. genau. Jetzt stehen wir hier. In einer noch größeren Halle. In einer noch größeren Halle. Mega cool. Ja, Boden zum Beispiel. Den Boden muss ich streichen. Hier, wie gesagt, muss die Hohlkehle gemacht werden. Da seht ihr die, diese Steine. Die wollen wir. Ich weiß nicht, ich glaube, weiß streichen wir die, ne? Mhm. Ja, ich glaube, weiß. Ja,
schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Angst, weil das ist, ich habe vorher halt alles von zu Hause gemacht. Und jeder hat ja so seinen Lebensstandard, den er so lebt. Der ist bei mir eigentlich relativ niedrig, muss ich sagen. Klar, ich gehe mal gerne lecker essen zum Beispiel, aber ich bin jetzt nicht so jemand, der irgendwie in Urlaub fliegt. Wir heiraten nächste Woche Freitag. Also wir sind schon ein paar Tage zusammen. Wir waren einmal für 4 Tage in Ägypten. Einmal. Ja, einfach keine Zeit. Und ich habe mich am zweiten Tag auch schon, also wir mussten wirklich immer Beschäftigung suchen, damit ich mich nicht langweile. Weil sie den ganzen Tag, ich den ganzen Tag immer von morgens bis abends arbeiten. Und ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe richtig Angst, dass ich das ja finanziell, also doch, ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das ist, ist eine Belastung für mich, sage ich mal so. Das Büro wird auf jeden Fall, das läuft. Damit verdiene ich ja jetzt gerade meinen Lebensunterhalt. Also das kriege ich schon bezahlt, da mache ich mir keine Gedanken. Aber die Halle, weil ich brauchte ja dann einen Platz für mein Auto, für den Golf, wenn der Bus fertig ist. Der Bus wird dann draußen stehen, da fahre ich halt den ganzen Tag mit durch die Gegend. Oder dann halt nicht mehr, aber zumindest muss ich auch hierher kommen. Und den Golf würde ich vielleicht, ich muss mal gucken, wie das sich dann hinterher so auswirkt, da hinten in der Ecke stellen. Ja, und hier, wie gesagt, könnt ihr dann, ich merke gerade, während ich rede, dass ich mit diesem Video für euch gar nicht so zufrieden bin. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich bin aufgeregt, ich fühle mich nicht so gut. Ja. Was sagt ihr dazu? Könnt ihr gerne mal unten in die Videokommentare schreiben. Mega cool. Also wir haben heute den 3. Heute ist Maskenpflicht endlich weggefallen. Ich bin vorhin das erste Mal ohne Maske in den Tanker gefahren und habe mein Energy gegangen. Ja, also ich bin dran gefahren an den Tanker und reingegangen. Mein Kopf ist komplett leer. Ich bin aufgeregt, aber ich fühle mich echt irgendwie, ich muss, glaube ich, ins Bett. Ja, Maskenpflicht ist weg. Auf jeden Fall, das wollte ich sagen. Wir haben heute den 3.4. Mhm. Wir haben heute den 3.4. Ich weiß nicht, ob das Video heute Abend noch online geht oder morgen früh, seht ihr ja. Mein Plan ist es, ab 2.5. hier zu eröffnen. Und Micha von der Firma Rap Fever wird ab 1.6. Hier rüberkommen. So ist der Plan. Ich würde sagen, ihr könnt euch auf die nächsten Videos freuen. Ich versuche die dann auch ein bisschen mit mehr Elan zu produzieren. Tut mir leid, wenn das Video so ein bisschen langweilig war. Die Gründe habe ich euch gerade genannt. Das nächste Video, was ihr jetzt sehen werdet, wird sein, wahrscheinlich vom Büro. Wie wir das Büro so ein bisschen machen, wie wir das Büro so ein bisschen gestalten. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder so, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, ich glaube, das war's. Danke fürs Zugucken. Wenn du Bock hast, das Ganze zu verfolgen und du bist noch kein Abonnent dieses Kanals, es würde mich generell freuen, wenn ihr, wisst ja, ne? Daumen ist gut für den Algorithmus. Und wenn ihr abonniert, wäre das auch cool. Bis zum nächsten Mal. Ciao.